Hallo und willkommen zurück bei Hogwarts Legacy. Wir sind im Begriff, eine Akromantula zu besuchen. Und auf dem Weg dorthin werden wir ganz viele achtbeinige Gegner treffen. Da haben wir tierisch Lust drauf. Nicht? Oh Gott, da geht's schon los. Diese ist ziemlich groß. Warte mal, dich machen wir mal direkt platt. Oh Gott. Der ist trotz Finishing Move nicht sofort abgenippelt. Okay. Ganz schön zäh, dieses Mistviech. Wo sind sie? Hallo? Rebellion. Ach da. Und der andere? Tja. Hat irgendwie keine Lust, sich zu bewegen. Okay. Festgeglitscht, gebackt. Nicht so schlimm. Achso, Feuer. Die Höhle muss irgendwo in diesem Labyrinth sein. Was hier wohl noch drin ist. Ja. Bestimmt ganz entzückende Wesen. Rebellion. Ohne diesen blöden Wachdienst könnte ich mich nützlich machen. Expelliarm, Levioso. Accio. Incendio. Was war das? Wir halten Schaden. Warum? Was passiert mit uns? Wir sind scheinbar irgendwie vergiftet, aber ich habe keine Anzeige gesehen dafür. Wir haben mal wieder schlecht ausgewichen. Oder den Schutz nicht anständig verwendet. Sag mal, hieß es nicht, dass man, wenn man irgendwo hinschießt, man Gegner locken kann. Das scheint für den nicht zu gelten. Ah, das ist einer von den Großen. Ach, kann der durch die Wand selbst nicht durch? Das ist ja entzückend. Incendio. Expelliarmus.
Zurück hier! Incendio! Revelio! Was ist das? Da war so komischer orangener Nebel. So, was sehen wir hier noch? Zeugs rumliegen. Nicht zu treffen, diese kleinen Mistviecher. Aua! Ja, das ist schon nicht ganz ohne hier mit diesen Geschichten. Aber sobald wir aus dem Kampf raus sind, füllt sich unsere Gesundheitsanzeige wieder auf. Revelio. Die garstigen kleinen Mistviecher. Ja, vielleicht setzen wir den Zauber doch nochmal wieder um. Bin ich irgendwie noch nicht so ganz zufrieden mit. Also mit der Alt-Taste, das war so eine Idee, weil ich die WASD-Tasten ja zum Bewegen brauche. Und während ich irgendwie zurück und seitwärts gehe, kann ich ja schlecht die Q-Taste benutzen, um den Zauber zu wirken. Aber auf Alt benutze ich ihn irgendwie auch nicht. Ich habe standardmäßig den Daumen halt eher auf der Leertaste ziemlich mittig liegen. Das funktioniert also auch nicht. Aber so wahnsinnig viel bewege ich mich ja auch gar nicht. Ich kenne mich ja. Ich bin ja ein faules Schwein. Revelio. Ist das hier einfach ein alternativer Weg in diese Schlucht? Na, da komme ich auf jeden Fall nicht hoch. Na, wir folgen einfach mal der Spur, welche die Karte uns vorgibt. Ah, verdammt. Jetzt habe ich gerade da oben in die Ecke geguckt. Hab nicht aufgepasst. Da ist aber auch auf jeden Fall Bewegung, ja. Eine Brille.
Und ein paar Münzen. Und Spinnenzähne. Hervorragend. Genau das, was ich mir gewünscht habe. Revelio. Hinein in die spinnenwebenverseuchte Höhle. Was könnte schiefgehen? Ist das die Akromantula-Höhle, die Mr. Adley erwähnte? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Incendio. Bin dafür nicht bereit. Revelio. Ich bin dafür ganz und gar nicht bereit. Was ist denn, wenn wir uns einfach unsichtbar machen und so tun, als ob wir nicht da sind? Ja, okay. So viel zum Thema. Das ist also der Flüchtige. Vielleicht sind wir auch der Flüchtige. Weil wir flüchten. Revelio. Boah, Stufe 32. Na, schönen Dank auch. Revelio. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir ein... Revelio. Dass dieser Finishing-Zauber uns nicht wirklich vorwärts bringt. Incendio. Okay, cool. Wir könnten jetzt einfach abhauen. Denn wir haben ja das Erbstück, was wir suchen. Warum sollte ich den besiegen? Macht halt keinen Sinn. Revelio. Weil er hat uns ja auch einfach nicht bemerkt, ne? Und die Taschenuhr haben wir. Warum hauen wir nicht einfach ab? Zumal, ganz ehrlich, Stufe 32, das ist schon recht amtlich. Aber die Quest gibt es vor. Na gut. Dann soll es wohl so sein. Schade. Oh, das hat ihm gar nicht so richtig wehgetan. Problem ist halt, dass unser Zauberset, so wie wir es ja haben, auf solche Riesenviecher gar nicht ausgelegt ist, ne? Das mit dem Hochziehen und Ranziehen, das funktioniert ja gar nicht.
Ja, das heißt, wir müssen wohl oder übel unsere Zauber umbauen. Das funktioniert ja nicht. Wir brauchen auf jeden Fall also ausschließlich Schadenszauber, würde ich mal behaupten. Obwohl, wir könnten den vielleicht noch benutzen. Und den Flammenkreis, brauchen wir den wirklich? Ja gut, wahrscheinlich schon, weil er näher rankommt. Dann fehlt uns allerdings dieser hier. Verursacht beträchtlichen Schaden. Das klingt schon ganz gut, muss ich sagen. Klingt ehrlich gesagt besser als Confringo. Ich frage mich halt, wie effektiv Expelliarmus denn ist. Verursacht auch Schaden, wenn sie keine Waffe. Wenn wir Expelliarmus dann dafür rausnehmen. Also so. Versuchen wir es. Ich glaube, mehr zum Werfen haben wir jetzt auch gar nicht. Ah, halt, warte mal. Nee. Das ist gar nicht mal so schlau. Wir haben ja unseren Expelliarmus aufgewertet, das ist dann verflucht. Das ist ja schon eine gute Sache eigentlich. Wo ist er denn jetzt hin? Revelio. Da. Ich würde sagen, wir hauen jetzt nochmal den Finisher rein. Incendio. Das war dumm. Ach so, okay. Oh, das war's schon, ja. Das. Okay. Ja, ich hab's mir schon fast gedacht. Gut, er ruft natürlich noch seine. Das ist also der Flüchtige. Seine Armee zusammen. Das ist nicht ganz fair, mich direkt so ausliefern. Expelliarmus. Ich steck fest, ich muss weg. Das war richtig dumm. Wo ist der Lümmel? Dahin, okay. Ich glaube, er hat uns aus den Augen verloren. Warum lebe ich noch? Ich bin irritiert. Oh.
Incendio. Befindung. Incendio. Platio. Incendio. Platio. Das ist ein unnötig harter Kampf. Nein. Oh, fuck. Ah. Scheiße. Ah, Mann. Da war ich am Ende wieder zu gierig, wollte da hin und nochmal eine Feuerbombe reinschmeißen. Das ist also der Flüchtige. Ja, schön, danke auch. Okay, nochmal das Ganze. Puh, das ist ein heftiger Kampf. Weil wir halt auch einfach gnadenlos zu schwach hierfür sind. Okay, das war ein etwas kürzerer Auftritt. Das ist also der Flüchtige. Platz hier.
Platzio. Ja, verdammt. Ja, entzückend. Ich fürchte, wir müssen nochmal ein expliziteres Spiel laden, wo wir nicht direkt im Kampf sind und dann die Aufgabe später starten, denn dafür sind wir definitiv nicht gewappnet. Das ist also der Flüchtling. Lazio! Lazio! Alter, okay. Du? Incendio. Expelliarmus. Lazio. Defendo. Mann, ich habe doch G gedrückt. Ja, okay. Gut, das funktioniert nicht. Dann müssen wir ein bisschen weiter zurück. Kurz mal einen Blick. Hier vielleicht. Das ist also der Flüchtige. Nein, das ist es nicht. Wie lange kämpfen wir schon gegen dieses verdammte Viech? Manuelles Speichern? Ne, das war gestern. Oh Gott. Was haben wir hier? Tja, gut. Oder auch nicht gut. Dann sind wir halt hier. Können wir von hier aus fliegen? Können wir. Gut. Haken wir das mal ab unter
fiese Spinne macht uns Riesenprobleme. Ja, unser Charakter streckt sich auch schon. Das war anstrengend. Ich würde sagen, wir machen eine kleine Pause und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Weiß nicht, vielleicht versuchen wir es doch nochmal. Aber wir haben ihn schon mal fast gehabt, ne? Na komm, wir versuchen es nochmal. In der nächsten Folge. Schalte wieder ein. Bis dahin. Ciao.